Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Bussimulator. Heute hier wieder mal beim Bussimulator, wie ich schon gesagt habe. Und eigentlich wollten wir ja, glaube ich, hier die Quest machen. Die haben wir auch fast alle durch. Außer das letzte Pünktchen da, benutze Fahrer, um Einkommen auf zwei Strecken zu generieren. Dafür habe ich gelesen, das weiß ich nicht, ob das vielleicht heute wird, das muss ich ja so nebenbei machen. Ich muss ja die Leute da fahren lassen. Ich hoffe, ich habe dann auch alles so eingestellt, wie ich das gemacht, wie das funktioniert. Denn man muss anscheinend, so hat das jemand am Steam-Forum geschrieben, man muss die Strecken erstellen, dann selber auch fahren und dann Fahrer einstellen. So, und ich habe jetzt, weil ich musste Zeit überbrücken, ich weiß auch gar nicht, wie lange ich das noch spiele, also, das sage ich als nächstes. Um eine Zeit zu überbrücken, wollte ich jetzt hier so eine lustige Strecke fahren. Die habe ich Sensenfahrt genannt. Ich weiß ja warum. Fiel mir so ein. So. Und zur Zukunft dieses Let's Plays. Es ist ja ein offenes Let's Play eigentlich. Also ich meinte mir, man hat hier ja Quests zu erledigen, aber weißt du, was soll ich sagen? Das ist halt Busfahren, ne? Da fährst du halt an der Haltestelle und lässt Leute rein, aber... Und das letzte Mal, also die letzte Folge, die war lang. Das gebe ich zu. Eine Stunde oder so war das. Und die haben am Anfang fast... hat am Anfang fast keiner geguckt. Und jetzt, zum heutigen Tage, sind wir bei der Folge bei 22 Views. Das ist für mich okay. Aber am Anfang dachte ich so, Alter, okay, die Leute haben keinen Bock mehr. Es sind sogar jetzt 30 Views. Na gut. Wie viel war davor? Ich guck mal kurz. Davor waren es... Die Folge davor waren 40. Und davor waren 28. Okay, das ist also normal. Na gut. Ich wollte schon sagen, mit euch weiß man echt nicht, was man da machen soll. Ob euch das interessiert oder nicht, ich weiß es wirklich nicht. Aber okay, ihr guckt es. Und irgendwie aber nie jemand von meinen Abonnenten. Naja. Ich will den hier fahren, mit den drei Türen. Und ich fahre... Sollen wir einfach mal eine Loop fahren? Fahre die ausgewählte Strecke und dann auch einmal in umgekehrter Richtung? Fahrreihe, Fahrreihe. Dann fahre ich hier, Rundfahrt. So, und auch als weiteres, ich habe mir nochmal den Game Pass geholt. Den konnte ich nochmal für 1 € ergattern. Vielleicht kommt demnächst nochmal Sea of Thieves. Ich lade es mir gerade runter, da kommen nochmal ein paar Folgen Sea of Thieves. Habe ich jetzt einfach so beschlossen. Und jetzt fahre ich. Ich fahre jetzt los und dann fahre ich mal los. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Und meine Nase juckt immer. Ja, ja. Und ich habe endlich mal eine Strecke genommen, die nicht im Media Center Astra ist. So. So, ihr Schweinchen. Schienenlegerstraße. Bombenlegerstraße. So. Ja. Rein jetzt hier. Eine Fahrkarte bitte. Ach Gott. Wie ging das denn nochmal? Was willst du denn? Ein Tag? Tag? Student? 1. 4,60 € Rückgeld, bitteschön. Keine Fahrkarte, hast anscheinend eine Fahrkarte, hast anscheinend auch eine Fahrkarte. Aha, der erste ehrliche hier, Standard 1. Danke. Bitteschön. So, haben wir sie alle? Haben wir alle? Ja, was war los? Nächste Station. Nächster Halt, Arbeitergasse. Hier in der Arbeitergasse. Fahren wir mal rein, da holen wir mal die Arbeiter ab. Oder setzen sie ab. Ach ne. Ach doch. Oh, oh nein. Hat einer gefurzt? Bin eingeschlafen. Oh, ich dachte schon, du hast gefurzt. Ein Schlafen ist ja nicht schlimm. Ah! So, dann wollen wir mal hier. Oh, jetzt. Was ballert der denn hier los, Alter? Hey. So, am liebsten würde ich ja quer durch die Stadt fahren, aber ich glaube, das schaffen wir alle nicht mehr. Ich weiß ja nicht, wie lange ich dort noch spiele. Ich habe im Moment, nehme ich sowieso fast gar nicht auf. Einmal die Woche. Letztes Mal Bussimulator, nee, letztes Mal war, glaube ich, Borderlands.
Ich habe gestern Shampoo gekauft. Ach Gott. Oh, ja. Ah ja. Ja, besser hätte ich schon auch nicht sagen können. Ah ja. Ich habe letzte Woche ein Video oder zwei Videos aufgenommen. Sonst habe ich viel mehr aufgenommen. Mir fehlt aber auch einfach im Moment die Motivation. Und auch die Spiele. Deswegen wollte ich nochmal Sea of Thieves runterladen und dann gucken wir mal. Ich habe auch Diablo 4 jetzt, aber nur für die PlayStation. Aber überlege ich, ob ich die irgendwann anschließe und... Was ist denn mit dir? Guck mich jetzt so dämlich an. Tschüss. Sieh dir den ganzen Abfall an der Straße an. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? So, los geht die Fahrt, ihr Schweine. Wo wollt ihr eigentlich hin? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Hast du Lust, ins Kino zu gehen? In welchen Film? Ich habe an den neuen Superheldenfilm gedacht, der gerade angelaufen ist. Ja, klar. Gibt ja auch noch einen. Wenn man von einem Superheldenfilm spricht, weiß jeder sofort, dass dieser eine gemeint ist. Junge! Gibt ja nicht Millionen von Superheldenfilmen. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es stimmt. Aber Christina ist amputiert. Was? Die ist doch völlig amputiert. Ich dachte schon, ich hätte irgendwas gerammt, aber das war nur der Randstein. Jetzt neu. Das neue Album von Randstein. Nächster Halt, Fischgrund. Sehr pünktlich, danke. Bitteschön. Du hast aber nicht gedrückt, da du raus willst. Ihr habt doch alle gedrückt. Hallo. Was? Wolltest du auch noch mit? Ah. Nett. So, ich fahre jetzt. Bus fährt los. Ich bin schon über der Zeit. Nächste Station. Siegwalden. Ah, da habe ich mir wieder was ausgesucht. Ich glaube, das endlich überredet, Winter der Leidenschaft zu gucken. Jetzt ist er ein größerer Fan als ich. Das ist der Winter der Leidenschaft-Serie da. Die muss ich eigentlich auch mal gucken. Ich würde ja schon gerne wissen, was da mit Hans los ist und so. Aber man muss nicht warten, bis gelb dann... Rot-gelb bedeutet, man kann sich schon mal drauf vorbereiten und auch schon mal fahren. Man muss nicht warten, bis grün ist. Das ist schlimmer als die Gierge. So, nächste Station. Siegwalden. Echt? Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Hey, ich bin total witzig. Was, echt? Warum? Du wirkst eher langweilig. Nächster Halt, Siegwalden. Hier ist ja gar keiner. Hier will auch, glaube ich, keiner raus. Doch. Raus hier aus dem Bus. Dann denkst du mal, drückt da mal. Ach, habt ihr ja auch. Nächster Halt. Siegwalden. Larchstraße. Ich wollte gerade sagen, nochmal Siegwalden. Larchstraße. Arschstraße. Willst du mir vor den Bus rennen? Was? Der ist mir vor den Bus gerannt, Alter! Eine Fahrkarte, bitte. Der ist mir vor den Bus gerannt. Warum ist der mir denn vor den Bus gerannt? Wollte der sich umbringen, oder was? Jetzt weiß ich, wie das ist, wenn man mit dem Zoo unterwegs ist. Mann, ist das dein Ernst? Danke, kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Mit dem Zoo unterwegs ist und dann springt einer davor. Danke. Tja, gut. Also ich habe auch gelesen, wenn man eine anfährt, macht man keinen Gewinn. Da springt die Alte... Was soll das denn, Alter? Was hätte ich denn da machen sollen? Na, hoffentlich ist er tot. Und bleibt auch tot. Naja, was soll's. Oh Gott.
hatten eigentlich die Türen ganz hinten auch auf. Und ich, nee, da muss ich dort noch die 3 drücken. Oh mein Gott. Wie langsam kann der Blinker eigentlich sein? Moment mal, ist das überhaupt der richtige Bus? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo du hin willst. Oh! Ich wollte blinken. Einmal mit dem Fahrgartenrolle. Ach so. Na klar. Na gut. 2 Leute im Bus. Ja. Ja, los jetzt hier. Ich bin schon zu spät. Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Dann hast du ihn vielleicht verloren. Ist ja die Wahrscheinlichkeit hoch. Mann, oder mit der Figur da, das regt mich auf, dass ich die angefahren habe. Jetzt weiß ich nicht, ob ich Gewinn mache. Ich will doch Geld. Springt er mir einfach vor das Auto. Die Schweine wollen jetzt alle hinten einsteigen. Die blockieren die Tür. Woche Standard. Nee. Wer blockiert die Tür? Danke. Eine Fahrkarte bitte. Einzelstandard. Drucken. Danke. Bitteschön. So, wer blockiert die Tür? Ist da jemand am Tür blockieren? Junge, geh von der Tür! Du kannst mir jetzt mal sagen, ob du eine Fahrkarte hast. Augenblick da. Hier, klar. Hier. Ach ja, die hat er eben gekauft. Und Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Ja, halt dein Maul. Was weiß denn ich? Schon wieder viel zu spät. Mein Bus hängt irgendwie schief, habe ich das Gefühl. Altes Sägewerk. Das alte Sägewerk, wo alle feiern immer gehen. Pennt da jemand? Schnarcht mir hier die Hucke voll. Der Bus ist doch schief. Der hängt doch irgendwie der Straße. Habe ich noch die Tür auf oder was? Zu spät, ja, ich weiß. Verkehrte Welt hier mit dem hinten ein, vorne aussteigen und einsteigen. Oh, ich habe vergessen, die Blumen zu gießen. Oh shit, dann werden sie jetzt wahrscheinlich abnippeln. Danke. Bitteschön. Sonst noch jemand? Der Bus ist schief. Flusspromenade. Flussbrunnen. Soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Nee. So, sehe ich vielleicht Schlaglöcher, wenn die auftauchen hier. Da rappelt der ganze verfickte blöde Mistbus. Ach, jetzt wird die Ampel grün. Es ist immer so. Immer wenn ich was trinken will, wird die Ampel grün. Ich habe mir gestern Shampoo gekauft. Ah ja. Man kriegt hier wirklich nur Bonus, beziehungsweise, ja, wenn man Blinker richtig einsetzt. Nächste Station. Flusspromenade. Nächster Halt. Flusspromenade. Ich fasse halt immer noch nicht, dass mir einer vor den Bus gerannt ist.
Eine Fahrkarte, bitte. Ja, Woche Standard. Bitteschön. Danke. Ich hätte gern ein paar Fahrkarten. Woche Standard. Oh, danke. Geil. Bitteschön. So, jetzt fahren wir in eine andere Richtung, Leute. Wisst ihr das? Nächster Halt, altes Sägewerk. Grüner wird nicht. Oh, jetzt doch. Brennstein brüllt. Wieso denn? Ich verstehe das hier nicht. Ich weiß nicht. Also, das ist unlogisch, das Spiel. Wieso habe ich eine Haltestelle ausgelassen? Ich brauche eine Fahrkarte. Das ist mir ja auch noch nicht passiert. Jetzt bin ich total durcheinander hier. Das sehe ich bestimmt nachher im Video, wie ich da gefahren bin. Kann ich die noch anfahren oder was? Ist zu früh. Bitte alle aussteigen. Bim, bim. Da hat Schleuder an der Stelle raus und reingelassen. Da kommt kein Bus. Ist halt so. Ja, es ist eine Endstation, Leute. Endstation. Guck mal, ich kann den Leuten wirklich die Vorfahrt nehmen. Das ist denen scheißegal. Hauptsache, ich setze den Blinker korrekt. Nächster Halt. Schienenlegerstraße. Endstation. Bitte alle aussteigen. Raus jetzt! Vor allem du! Du auch. Tschüss. Tschüss. Das tut mir echt leid, dass ich jetzt einen Bus rausgelassen, dass ich jetzt eine Haltestelle ausgelassen habe. Ich warte hier mal noch eine Weile, weil bin ja jetzt zu früh. Hä? Ich dachte, ich soll eine Rundfahrt fahren. Das verstehe ich nicht. Hä? Was war das? Was ist denn M? Ach, das ist, glaube ich, der Retarder. Ja. Will ich nicht. Wieso werde ich denn jetzt hier noch? Ach, das ist in der Garage. Na gut, dann drücke ich jetzt Ende. Oh, das war ein Verlustgeschäft. Ah. Ah. Ja, weil ich den angefahren habe. Aha. Ich habe die Quest erledigt. So, und jetzt? Ausgezeichnete Arbeit. Ich wusste, dass ihr es hinbekommt. Ich freue mich, euch die Schlüssel zur landwirtschaftlichen Fläche und zum Gewerbegebiet überreichen zu dürfen. Trotzdem Geld. Bildlich gesprochen, versteht sich. Wir haben schon ewig keine echten Schlüssel mehr gemacht. Egal, wir sind gespannt auf eure Pläne, um die beiden verkehrsdichten Gebiete in euer Netzwerk einzugliedern. Wenn du das hinbekommst, wird die Stadt die südlichen Bezirke und Steineck wieder für den öffentlichen Nahverkehr öffnen. Freunde von mir wollen in der dortigen Kirche heiraten. Vielleicht bringen wir die Sache rechtzeitig ins Rollen, damit die Hochzeitsgäste die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. Oh, und bevor ich es vergesse, als kleinen Ansporn haben sie einen strammen staatlichen Zuschuss versprochen. Ein strammen staatlichen Zuschuss. Ich stelle eine Strecke mit maximal 8 Haltestellen, welche beinhalten Agricultural Zone mit mindestens 3 Haltestellen und Industry Zone. Na, dann mache ich das. Mindestens 3, aber 8. Kann ich auch alle hinzufügen. Wir fangen an. Hier fange ich an. Ah, warte mal.
So, am besten fange ich. Machen wir das, Danny. Das ist alles beschissen. Fangen wir am besten hier an und gehen dann hier rüber, darüber und darüber. Und dann geht dahin. Ach, da ist ja auch noch. Können wir die auch noch hinzu? Nee. Dann machen wir das halt so, wenn das nicht anders geht und so und so. So, das ist Nutrivor Forschungslabor. Gedönse. So, speichern. Die fahre ich jetzt. Machen wir das. Oder was? Dauert ja nicht so lang, glaube ich. So. Ich nehme natürlich hier meinen Lion City Bus. Den A37 440. Machst du Rundfahrt? Wie viel habe ich jetzt? Ich mache die Rundfahrt, komm. Fahrt starten. Und in der nächsten Folge, wenn eine kommt, kann ja sein, das nett, aber dann. Machen wir. Nächster Halt, Nutrivor, die anderen Quests. Ah, in dem Busspiel Quests? Alter, das musst du dir auch mal vorstellen. Naja. Endlich haben wir auch eine Busanbindung. Ja, ist schön, ne? Tag. Student. Danke. Bitteschön. Können wir los oder waren alle drin? Ja. Und was für ein Bus ihr kriegt hier. So, wollen wir mal versuchen, diese Buslinie hier vernünftig zu fahren. Ohne Schlagloch, ohne tote Menschen und ja. So was. Oh, ich halte die Kreuzung nicht frei. Das ist bestimmt eben passiert. Ich habe eine Kreuzung hier auf der Map, die war so klein. Und dann habe ich das nicht gesehen, dass ich da vielleicht nicht abbiegen durfte. Das könnte es gewesen sein. Manchmal fühlt es sich an, als wäre das gesamte Universum eine Simulation. Das ist ja deep. Das ist ja Deep Throat. Was ist denn jetzt hier vorne los? Leute, ich habe keine Zeit. Fahrt doch alle mal mit dem Bus, das ist doch viel günstiger. Ist das eine Last? Ich bin zu spät. So, ich nehme jetzt einfach die Vorfahrt und tüte sie mir ein. Oh, verdammt, ich habe vergessen, die Haustür abzuschließen. Das ist natürlich ärgerlich. Landwirtschaftszentrum. Das nenne ich die perfekte Parkposition. Ah, hier will gar keiner. Lass mich raus, ich habe Verspätung. Nächster Halt, Zuckerfabrik. Habe ich den Herd ausgemacht? Weiß ich nicht. Merkst du, wenn du zurückkommst, nicht gut stehen in Flammen. Oh, oh. Oh, der war knapp. Oder die Bude steht halt nicht in Flammen. Nächster Halt, Zuckerfabrik. Tschüss. Bis dann. Jetzt versperrt da wieder jemand die Tür. Einige Fahrkarten, bitte. Du stehst in der Tür, du Blöde. Einige Fahrkarten brauchst du. Tag, Sinuor 2. Du solltest dir echt. Danke. Bitteschön. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Ja, Tag. Ich nehme das hier wörtlich mit ein paar. Danke. Schön. Gerne. So, jetzt müssen wir mal. Sonst kommen die Bauern nämlich zu spät zur Industriezone. Ach, jetzt. Nächster Halt zum Heuschober. Das nenne ich gutes Service.
Endlich, das Wetter ist einfach. Hast du gerade ein Foto von mir gemacht? Ja, natürlich willst du eine Fahrkarte haben. Danke. Bitteschön. So, ich hoffe, es sitzen alle. Wenn nett, ist mir auch egal. Entschuldigung, können Sie mich rauslassen? Ja, kann ich. Raus jetzt hier. Bitteschön. Was habe ich denn jetzt wieder gedrückt? Die Alte macht mich fertig. Die Alte macht mich fertig, wirklich. Ist noch eine Tür auf. Oh, oh, ich habe ja noch Zeit. Cool. Aber der Verkehr wird mich wahrscheinlich eines Besseren belehren, weil da vorne das auch steht noch schon wieder alles. Die Fahrt sollte 11 Minuten dauern nur. Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Also ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob man das hier so schön spielen kann. Beim Euro-Truck-Simulator, das war irgendwie witziger. Oh, was ist denn hier los? Die war doch da hinten noch, Junge. Die kam doch da noch gar nicht. Du hättest ja doch easy rüberfahren können, du blöder Sack. Oh mein Gott, ich warte auch schon mal auf den Fußgänger, der da hinten irgendwo ist. Könnte ja sein, dass da jemand kommt. So, jetzt fahren wir, glaube ich, auf der Autobahn. Ah, Mist. Ich habe vergessen, fürs Abendessen einzukaufen. Naja, dann gibt's eben Pizza. Ach, naja. Man kann ja nicht nur unterwegs irgendwo was kaufen, weil ist ja nicht helllichter Tag und so. Also. Da. Jetzt bin ich schon wieder zu spät. So, hier kann ich rasen wie so ein Blöder. Wie so ein Wildgewordener. Hier müssten die Schlaglöcher sein. Was ist das für ein Geräusch? Hört das noch irgendwer? Das ist, das sind die Pfeifen. Pup, pup. Jetzt kannst du mir gleich wieder sagen, dass ich zu spät bin. War da ein Fernseher am Straßenrand? Was soll denn die Kacke? Ja, Leute, tut mir leid, weil ich so spät bin. Ich kann auch nichts dafür. Bodenbirne. Einstieg ist ja vorne, ne? Eine Fahrkarte, bitte. Jetzt will die auch noch eine Fahrkarte. Ah. Danke. Bitteschön. Nächster Halt, Boskorp. Boskorp. Oh, was ist denn da vorne wieder los? Oh, Leute. Oh. Ist eigentlich mal Zeit für eine Fahrkartenkontrolle. Fahrkarte mit. Bitte. Na klar. Fahrkarte mit. Hier, bitte. Hier, bitte. Danke. Was? Oh nein. Hier, bitte. Hier sind auch genug Sitzplätze frei.
Wann geht das denn hier endlich mal weiter? Ich habe kein Spiegelbild. Alter, ich habe kein Spiegelbild! So langsam wollen die, dass man durch die Schlaglöcher fährt. Oh, ich bin gleich 2 Minuten zu spät. Oh. Das geht doch mal gar nicht klar. Was ist das denn hier? Ein CD-Radio oder was? Ein bisschen frische Luft hier reinlassen. Er ist viel zu laut. Oh, sieh dir das an. Ist das nicht wunderschön? Ne, ist nett. Ach du Scheiße. Wer hat denn diese Verkehrsplanung hier gemacht? Boah, hier ist eine knifflige Situation. Da hätte ich auch außersehen auf der anderen Seite da abbiegen können. Aber bin ich nicht. Nächster Halt, Boskorb. Lagerhalle. Boskorb. Ah ja, zu spät, ich weiß. Kann ich aber auch nichts zu. Der Verkehr ist einfach unfassbar. So, jetzt rein hier. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Jetzt wollen die alle noch eine Fahrkarte haben. Danke. Bitte schön. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja. Danke. Ja, natürlich. Eine Fahrkarte, bitte. Mhm. Ups. 3 Minuten, fast 5 Minuten zu spät, Alter. Deswegen stehen die Blitzer, damit man seinen scheiß Tempobegrenzer ausschaltet und schneller ankommt. Und wenn man das macht, wird man geblitzt. Kläranlage heißt das. Hier stinkt es. Ach, scheiße. Ach, endlich haben wir auch eine Busanbindung. Mhm. Eine Fahrkarte, bitte. Danke. Mhm. Ich drücke mal den falschen Knopf. Hafen. Reißt einen Hafen jetzt aus. Guck mal, der Bus, der ist doch schief. Da kannst du mir doch sagen, was du willst. Da habe ich wirklich keine Zeit mehr für. Für so eine verfickte Ficke hier. Muss man ein bisschen Zeit rausholen. Muss halt eben so gehen. Da fahr ich, aber ich fahre ja nicht zu schnell. Was hältst du davon, wenn wir morgen zum Strand fahren? Ich habe ab 4 Uhr frei. Oh, das klingt ziemlich gut. Aber ich muss erst mal schauen, ob ich noch in meinen Badeanzug passe. Nächster Halt. Hafen. Zentrallager. Wir sind spät dran. Beeilung. Ja, ich weiß. Ja. Wo war ich denn jetzt lang? Nächster Halt. Wasseraufbereitungsanlage. Warum? Warum muss ich denn schon wieder zur Wasseraufbereitungsanlage? Oh nee! Aber das ist auch falsch. Ist egal, ich kann auch hier lang. Eat an apple a day. Noch ein Tag, dann habe ich endlich frei. Da habe ich einen Unfall verursacht, weil ich gegen eine Lampe gekladderadatscht bin. Ach, das ist doch nicht dein Ernst. Warum bremsen Sie nicht einfach, wenn etwas vor Ihnen ist? Weil ich dazu keine Lust habe. Ja, das sind die Spiegel hier. Ich. Ah.
Ich muss doch meine Fahrgäste pünktlich ans Ziel bringen. Was für ein stressiges Spiel. Ein paar Minuten habe ich herausgeholt. Oder eine Minute habe ich rausgeholt. Moment, wo ist mein Hut hin? Weiß ich doch nicht. Lass ein Hut sein und gut. Ganz unauffällig hinten einsteigen, oder was? Ich hätte gern ein paar Fahrkarten. Oh, oh nein, ich bin eingeschlafen. Danke. Oh nein, ich hab gepupst. Lass mich hier raus. Nee, ey! Du Arschloch! Du blöde Sau! Nächster Halt, Boskorb, Lagerhalle. Hab ich jetzt eigentlich die Rundfahrt angemacht? Ich hab da Rundfahrer gemacht. Boskorb, Lagerhalle. Das nenne ich die perfekte Parkposition. Ja, ihr dürft da vorne rum. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Woche Standard 1. Danke. Oh, passt. Das ist meine Haltestelle. Gewesen. Bitte schön. Wäre Freiheitsberaubung, wenn ich dich nicht rauslassen würde. Nicht irgendwelche lustigen Knöpfe. Ich hätte gedacht, dass Hans zur Familie zurückkehren würde. Echt? Och, kommt, ey, Leute, das kann doch wohl wirklich nicht euer Ernst sein. Vorbei. Jetzt reiß ich aus. Ich habe Stefan schon ewig nicht gesehen. Ja, der ist krank. Ist er immer noch krank? Ja, nein, nee, wieder. Er ist schon wieder krank. Die dumme Sau, die kann einfach nichts. Dämlicher Simulant. Er ist immer krank. Was hier Musik hier einbauen? Hätte man vorher schon mal machen können. Ich habe doch eben eigentlich geguckt, ob das Radio funktional ist. War aber nicht. Bodenberg. Tschüss. Tschüss. Kein Mensch mehr im Bus. Ah. Nächster Halt zum Heuschober. Zum Heuschnupfen. War eine gute Idee zu bremsen, mein Freund. War eine richtig gute Idee. Port Amber. Hi. We're now in Port Amber. Ich glaube, hier müssten ja auch 100 erlaubt sein, eigentlich. Kannst mich mal. Könnt mich alle mal. Nee! Scheiße. Ganze Gewinn wieder weg. Mann.
schade, ey. Das war so ein gutes Manöver. So zügig hier durch die Kurven gefahren. Warum ist es so schön oder was? Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, natürlich brauchst du wieder eine Fahrkarte. Danke. Bitteschön. Ist das jetzt hier eine unendliche Fahrt oder was? Nächster Halt, Zuckerfabrik. Wann ist denn hier endlich mal Endstation? Dankeschön, obwohl ich zu spät bin. Gehen Sie weg, die Tür geht nicht zu. Oh mein Gott! Eine Fahrkarte. Ja, bitte. Aber der neue. Gehen Sie weg da, die Tür geht nicht zu. Und schwätz nicht, schwätz leise. Hä? Danke! Eine Fahrkarte bitte. Danke. Ja, cool. Eine Fahrkarte, 28 Euro, okay. Was ist denn jetzt hier auf einmal los? Was geht denn hier ab? Nächster Halt, Kornstraße. Moment. Oh, ich kann wirklich keinen Zit. Hier will niemand rein. Oder raus. Nächster Halt. Kornstraße. Landwirtschaftszentrum. Das hat niemand gedrückt. Leute, was ist denn jetzt hier eigentlich los mit der Fahrt? Die ist doch jetzt mal so langsam vorbei. Verstehe ich nicht. Muss ich zweimal fahren? Oder habe ich freie Fahrt eingestellt? Das wäre es ja. Nächster Halt. Nutrivor Forschungslabor. Endstation. Bitte alle aussteigen. Raus hier aus dem Bus. Es ist feiermäßig. Über den Analysen wie Müll. Was soll da der? Natürlich wieder hier hinten, oder was? Wo ist denn der Müll? Wo ist der Müll? Der Müll. So, Leute, das war's. Das war's von der Folge. Oh, ein bisschen Gewinn habe ich aber gemacht. Smiley habe ich freigeschaltet. Okay, gut, Leute, dann war das wieder für heute. Oder heute. Und dann sehen wir uns vielleicht in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Bus-Simulator 44. Der öffentliche Nahverkehr im Krieg. So, tschüss!